die Hip-Hop-Szene in Deutschland, Alter, ey, was da los war. Ich glaube, das reicht, oder? Wer die Cannabis-LP kennt, hat bestimmt schon mal die Line von ihm gehört, www.cannabis.com. Das weist darauf hin, dass es im Internet auch Hip-Hop gibt. Ich habe heute Chris im Studio, der sich mit der ganzen Geschichte auskennt. Mikrofon an den Mund halten, wie sieht's aus, Hip-Hop im Internet? Du bist da der Spezialist hier in Deutschland, beziehungsweise wir haben uns schon unterhalten. Was kannst du dazu sagen? Es geht unheimlich viel im Internet so, also nationale wie auch internationale Seiten. Unheimlich viele private Seiten, Leute, die halt irgendwie so jetzt nicht für irgendwelche Firmen oder Musikunternehmen arbeiten, die halt einfach nur ihre Liebe zum Hip-Hop im Internet halt ausdrücken. Und also da kann man sich richtig rein vertiefen und das wird immer mehr und das ist super geil. Also Du bist da auch am Start, damit sich die Leute das nicht nur anhören müssen. Hier im Studio haben wir einen kleinen Einspieler vorbereitet mit Chris hier bei World Cup, Hip-Hop im Internet. Better believe that. Wir befinden uns jetzt hier in meinem kleinen Luftschloss mitten in Köln und ich habe meinen Computer hier in das tolle Wohnzimmer gestellt, um euch mal zu zeigen, was man im Internet so Hip-Hop-mäßig machen kann, was da so passiert. Und viele von euch werden jetzt fragen, Internet, wie komme ich denn da rein, was mache ich denn da, wie geht denn das überhaupt alles? Ihr habt folgende Möglichkeiten. Also die Grundvoraussetzung für einen guten Internetanschluss sind halt erstmal ein Provider, der einem den Zugang ermöglicht, ein Computer mit Modem oder ISDN-Karte. Am besten lasst ihr euch da mal beraten irgendwo im Fachhandel. Das wäre auch müßig jetzt darüber zu philosophieren, was genau man braucht, um da reinzugehen. Es geht aber auch auf jeden Fall, dass ihr ins Internetcafé marschiert und für 3 Mark die halbe Stunde euch erstmal einen Einblick verschafft, ob das überhaupt das ist, was ihr gerne wollt. Ich arbeite hier mit einem Pentium 2, 400 MHz, einer ISDN-Leitung und einem 17-Zoll-Monitor. Was sonst alles in meinem Computer ist, ist eigentlich relativ unwichtig. Wir sind jetzt hier auf der Rocksteady Crew-Seite angekommen, die ich jetzt hier betrete. Und zwar bietet uns die Rocksteady Crew hier einen Einblick in all das, was sie so macht. Man kann sich Informationen über den 21. Geburtstag der Rocksteady Crew, der jetzt am 23. Juli in New York gefeiert wurde, holen. Man bekommt eine Übersicht, wer das Ganze gehostet hat, wer auftrat, welche DJs gekratzt haben, was halt alles so war, wann es war. Und ansonsten, man kann sich noch nette Musik einspielen lassen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das hört. Man hat die Wahl zwischen 3 verschiedenen Sounds. Das alles funktioniert nur, wenn der Computer mit Flash und den verschiedenen Plugins ausgerüstet ist, die sich aber automatisch installieren, wenn man das möchte. Also beim Betreten dieser Seite installiert sich auf dem Computer, wenn man das okay dazu gibt, halt das nötige Plugin, von wegen, das braucht ihr, um die Musik zu hören, das braucht ihr, um die verschiedenen Videos zu schauen. Durch Icons am oberen Bildschirmrand kann man sich durch die ganze Internetseite führen lassen. Ich habe hier den Rocksteady Park, welcher mir durch ein nettes Sample angezeigt wird, angeklickt und sehe hier einen Auszug aus einem Buch bzw. aus einem Artikel in der Vibe, wo Vito von der Rocksteady Crew halt über die Rocksteady Crew philosophiert. Und auf dem rechten Bildschirmrand sehe ich halt Mr. Crazy Legs und ziemlich viele Bilder von halt Events der Rocksteady Crew, Logos der True School Klamottenmarke, bis hin zu Fotos eines Sprite Werbespots, den Crazy Legs halt im letzten Jahr gemacht hat. Auf der Seite des Wicked Magazins aus Deutschland finden wir für Leute, die, wie gesagt, sich noch nicht so heftig im Internet auskennen, erstmal Informationen über das Heft an sich. Man erfährt, wann die neueste Ausgabe erscheint, was in dieser Ausgabe gefeatured wird, wie ihr an das Heft kommt. Was mich sehr begeistert hat, waren die Dates und News.
die Links. Man klickt, wie auch auf jeder anderen Internetseite, auf die Links und wird mit einer mehr oder weniger großen Auswahl von ähnlichen Seiten, beziehungsweise Seiten, die alle dasselbe Thema haben, bombardiert. Wie schon beim Wicked Magazin findet man bei MK2, einem noch etwas neueren deutschen Hip-Hop-Magazin, alle Informationen, das Heft betreffend und auch Links, die mich, wie schon bei Wicked, ziemlich begeistert haben. Hier wird gegliedert zwischen den verschiedenen Magazinen, die sich im Netz tummeln, Künstlern, Graffiti-Seiten, Zulu Nation-Seiten und den verschiedenen Musiklabels. Ihr braucht hier nur die weißen Linien anzuklicken, wie zum Beispiel 4Music. Auf der Seite von 4Music erfahrt ihr alles über die Artists, die sich bei 4Music eingefunden haben, wie auch zum Beispiel kriegt ihr Informationen über die Beats for Life Party zum Welt-AIDS-Tag in Köln. Ihr könnt euch Real-Audio-Dateien oder MPEG-3-Dateien zu den verschiedenen Musikvideos downloaden. Ihr kriegt das Cover angezeigt, damit ihr im Geschäft auch ja, das Richtige kauft. Da die Zeit, die wir hier zur Verfügung haben, wohl nicht ausreicht, euch jede einzelne Seite vorzustellen, habe ich mir gedacht, dass es vielleicht ganz nützlich wäre, zu erklären, wie ihr selber an Informationen kommt, wenn ihr im Internetcafé oder vor eurem neuen Rechner sitzt. Ihr ruft einfach eine Search Engine auf, welche in den verschiedenen Browsern, die ihr zum Internetsurfen halt mitgeliefert bekommt, schon abgespeichert sind und gebt den Suchbegriff ein, der euch jetzt halt interessiert. Ich sag halt mal, mit der Maus wird einfach auf Suchen geklickt und es dauert wirklich nur Sekunden, bis ihr an die gesuchten Informationen kommt. Wie zum Beispiel Breakdance.com, Kid Corrupts, Breakdance Headquarters und alles, was in irgendeiner Form mal irgendwann über Breakdance im Internet geschrieben, gesagt oder gespeichert wurde. Weitere Informationen, die Sendung betreffen, das Internet betreffen und mich betreffen, findet ihr unter der folgenden Internetadresse. Und zwar ist das www.pentertainment.de. Dort werden wir einen Text veröffentlichen mit Links, mit Adressen, mit Informationen. Da könnt ihr E-Mails loswerden an mich, an Tyron, an alle, die irgendwo wichtig sind. Und ich denke, das ist der beste Weg für euch, Informationen zu bekommen, weil die Zeit hier einfach nicht ausreicht, um einen intensiven Eindruck davon zu bekommen, was das Internet einem bieten kann, was man im Internet machen kann und welchen Spaß man an diesem Medium haben kann, wenn man es richtig einsetzt. Die Hip-Hop-Szene in Deutschland, Alter, ey, was da los war. Ich glaube, das reicht, oder?